Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Tag vom Videotagebuch. Ja, was genau in meinem ersten Videotagebuch so alles erklärt wird, das erzähle ich euch gleich. In diesem Sinne, Intro ab und wir sehen uns halt. Ne? Tja. Was gehört dazu, wenn man mit dem Rauchen aufhören möchte? Ich habe jetzt mal, naja, eigentlich nur einen Schritt, was ich jetzt gemacht habe, um da ein bisschen mit vorzubeugen. In dem Sinne, Schritt Nummer 1. Also alles, was mit dem Rauchen zu tun hat, habe ich weggehauen, sprich Aschenbecher, Feuerzeuge etc. Da habe ich mal so einen kleinen Mitschnitt von dem Ganzen. Also ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich dazu so gedreht habe. Wie schon gesagt, haut sich rein. Bis gleich. Tja Leute, zur Vorbereitung. Sämtliche Sachen wegschmeißen, die was mit dem Rauchen zu tun haben. Und das ist gar nicht so einfach. Also jetzt holen wir mal ein paar Sachen zusammen und schmeißen sie direkt in den Müll. Ungeschnitten, live in Farbe. So zur Info, Benzin, Gas etc. gehört zum Sondermüll. Das kann man nicht einfach so wegschmeißen. Da müssen wir dann schon gucken, dass wir das zum Sondermüll packen. Das mache ich dann nachher in meine Werkstatt runter und werde das dann nächste Woche entsorgen. So, da haben wir bestimmt auch noch ein paar kleinere Sachen dabei. Und dann werden wir uns noch ein paar andere Sachen mal anschauen. Da habe ich zum Beispiel schon den zweiten Aschenbecher gefunden. Der kommt auch direkt in den Müll. Ja, ihr seht schon, die Mülltrennung wird bei uns in der Familie sehr, sehr groß geschrieben. So, alles drin. Den Müll werde ich gleich direkt runterbringen. Mal gucken, wie das funktioniert so mit einer Hand. Kleinen Moment. Prima Linsky. Also wie schon gesagt, ne, so ist das halt. Hatte ich den Aschenbecher vergessen? Ja, ich glaube schon. Der kommt natürlich auch direkt mit runter. Also wenn schon, dann machen wir es richtig, ne? Mal gerade hier muss was rummachen. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen dunkel gerade. Ich ziehe mir erstmal gerade meine schicken Sneakers an. Schön günstig und so. Boah, Alter. Ja, es ist 6 Uhr morgens. Ich sehe auch noch ein bisschen verschlafen aus. Aber seht ihr, da haben wir auch noch ein Feuerzeug. Das muss natürlich alles mit. Aschenbecher. Sämtliche Fernsehgeräte. Warum die da stehen, erkläre ich euch dann nochmal. So, wir das schon wieder rumdrehen. Ja, ich weiß, ich wackel hier ganz schön rum mit euch. So, folgendermaßen. So, jetzt müsste am besten hinter mir dann noch die Tür zufallen. Das wäre absolute Spitzenklasse. Das geht ja nun mal nicht anders, glaube ich. Und hier werde ich mich live nur für euch und für mich natürlich, weil Rauchen hört man ja für sich auf, von allem Scheißdreck trennen. Also in den Müll. Und das natürlich auch. So, und jetzt mal ganz ehrlich, wer würde den Scheiß aus dem Müll wieder rausholen? Ja, nee, ja.
Ist halt so. So, was ist noch zur Vorbereitung gehört? Der Ersatz. This one. Unbedingt. Jede Menge Kaugummis. Kaugummis und, damit man nicht einpennt, Spezial. So muss das. Perfekt. Auf jeden Fall auf freie Zone. Tja, und dann wären wir auch schon den Rauchersatz. Ganz genau, der Rauchersatz. Wenn man mit dem Rauchen aufhört, dann muss man ja verschiedene Sachen beachten und vorbeugen. Folgendermaßen, wenn man jetzt mit dem Rauchen aufhört, zum Beispiel, also beispielsweise, man hat ja verschiedene Angewohnheiten, wo man dann raucht, also wo man direkt dabei oder danach geraucht hat. Wie jetzt zum Beispiel nach dem Essen, beim Zocken, beim Autofahren, beim Arbeiten, beim Sport, Freizeit etc. etc. Also wie schon gesagt, da muss man so ein bisschen was machen. Und ich habe mir dann so gedacht, ich stelle mal überall so ein Packung Kaugummi hin, auch ins Auto und so weiter, dass ich, wenn ich wirklich mal krasses Verlangen habe, ich habe es jetzt bis jetzt noch nicht gehabt, am Montag, also gestern, ja, wir haben übrigens heute Dienstag, ja, ich weiß, viele werden jetzt behaupten, oh, da wollte doch Montag anfangen und so. Da muss ich dazu sagen, das war der erste Tag. Wir haben auch am Sonntag davor haben wir ziemlich gebechert. Wir waren nämlich auf Beachparty, weil bei uns ist Feiertag in Bayern am Montag. Und ja, wie schon gesagt, hätte ich da von Sonntag auf Montagnacht schon aufgehört, also so dagestanden um 12 Uhr, hören wir jetzt auf. Das hätte nicht funktioniert, weil jeder Raucher, der wird mich verstehen, wenn man trinkt, ziemlich viel trinkt sogar, und wir haben ziemlich viel getrunken, also das ist schon, ja, da raucht man ziemlich viel. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen das direkt, wenn ich dann mit dem Trinken aufgehört habe und wieder aufstehe. Einerseits ist natürlich nicht, ich bin erst Dienstag aufgestanden, ist ja völlig logisch, aber gestern habe ich mich eher damit so beschäftigt, ja, so mich, also nicht mich darauf vorzubereiten. Ich habe schon nicht mehr geraucht seit frühs. Also ich bin jetzt definitiv rauchfrei bis heute Morgen. Ab dem Zeitpunkt, wo ich halt aufgestanden bin, nach der Väter. Ich habe schon gesagt, da haben wir halt ein paar Vorbereitungen gemacht. Wir haben ein bisschen gechillt. Also ich und meine Frau, wir mussten da erstmal so ein bisschen den Kater ausschlafen. Und ja, wie schon gesagt, das ist alles so ein anderes Thema. Auf jeden Fall. Sind wir eigentlich schon am Ende? Ich werde die Tagebuch-Videos ziemlich klein halten, dass ich das dann auch wirklich schaffe, das dann auch an demjenigen Tag hochzuladen. Deswegen gibt es auch keine Endcard oder so. Ich kann höchstens dann in den darauf folgenden Videos mal so ein Video einblenden, wo du halt dann das letzte anklicken kannst. Ne? Ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Bis dahin, bis zum nächsten Tag. Bis morgen. Macht's gut!